als ich nach Deutschland kam, habe ich zum ersten Mal eine Waschmaschine gesehen. Echt? Da habe ich geweint. Gib so, dass du es zuerst geglaubt hast. Du bist das schönste Mädchen, das ich kenne. Machst du das eigentlich nur wegen dem Geld oder gibt es nach einem Jahr so ein Au-pair-Mädchen-Diplom? Ja, so eine Urkunde, wo drauf steht, dass man ein Jahr lang das Klo geputzt hat. Ja, du bist nicht frech! Hallo, Wanda? Sehen wir uns heute Abend. Das kostet dich 5.000. Hast du schon mal ein Au-pair als Freundin gehabt? Ist eigentlich ideal. Herzklopfen? Fällt dir Jakob? Ich hab Herzklopfen, wenn er in der Nähe ist. Ein weiche Knie? Trockener Mund? Störch. Was für eine Frage. Ich sehe was. Feuchte Hände? Was soll das? Appetitlosigkeit? Das war nur, weil ich 3 Tage nicht gegessen habe. Gänsehaut? Hörst du schwer? Ich sagte mir, ist kalt. Gib mir die Jacke. Voll erwischt. Was? Sie sind doch bloß neidisch und total frustriert. Jetzt hau ich dich aber rein. Weißt du, wenn ein Mädchen sich zurückhält, gibt es dafür 2 Gründe. Entweder sie findet den Typen nervig oder sie findet ihn richtig gut. Wie soll ich das jetzt rauskriegen? Das kannst du nicht rauskriegen. Super Tipp. Ihr könnt hier schlafen, wenn ihr wollt. Das ist gar kein Problem. Sieht doch gemütlich aus. Es gibt noch ein Zimmer. Eins für dich und eins für Milena. Warum gibt es 2 Zimmer? Na, damit man sich beim Schlafen nicht stört. Sag mal, willst du eigentlich mit Jakob schlafen?